seid ihr alle da? Ja. Ja. Klein Schinkes hat die Pest. Gott sei Dank hat er keine Husten. Die Hölle hat ein Jubelfest. Die größte Fete seit der Pest. Der Grund zum Feiern ist ja klar. Der Chef ist endlich wieder da. Er war auf Erden unterwegs. Doch ging ihm das sehr auf den Keks. Weil die Musik doch schrecklich ist, hat er die Hölle sehr vermisst. Also Kinder, wo ist dieses Demo-Bonnier-Konzert? Hinter der Fallgrube, Satan, bei den gefallenen Engeln. Fallgrube? In Satans Hölle gibt es keine Fallgrube. Satan ist wieder da. Satan ist wieder da. Satan aus der Unterwelt, der niemals auf die Schnauze fällt. Satan ist wieder da. Satan ist wieder da. Satan ist wieder da. Die Teufelsküche ist bereit. Der Satansbraten wär so weit. Braten. Den gibt es heute zum Abendbrot. Brot. Den Fliegen frisst man nur in Not. Wir essen lieber arme Seelen. Leckerli, 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 leckerli. Die wir uns von oben stehlen. Schillig, 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 schillig. Die Krönung dieser Teufelei. Wir haben auch noch Spaß dabei. So, ich geh mal rüber den Hades. Wir brauchen noch griechisches Wein und Tzatziki. Aber Vorsicht, Satan, an der Kasse sitzt der Cerberus. Keine Sorge, Mädel, Cerberus ist ein guter Freund von Satan. Satan ist wieder da. Satan ist wieder da. Satan aus der Unterwelt, der niemals auf die Schnauze fällt. Satan ist wieder da. Satan ist wieder da. Satan ist wieder da. Wir machen heute die Hölle heiß und tanzen jetzt im Teufelskreis. Dann werden wir noch eine Seele holen. Zum Beispiel die von Dieter Bohlen. Aber der ist doch noch gar nicht tot. Noch nicht. Satan ist wieder da. Satan ist wieder da. Satan aus der Unterwelt, der niemals auf die Schnauze fällt. Satan ist wieder da.